Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Pokémon Mond. Wir sind hier in der Nähe von dieser Hütte, nach dem Pokémon Center, und wollen uns erstmal hier umgucken. Bevor wir zur nächsten Prüfung gehen, oh, den kennen wir. Lass mich in Ruhe. Steht Massas. Ja, gut. So, Citrosana. Eindeutig das leckerste. Kann ich mich nicht zurückschalten. Ich kann nicht. Aber hier wohnt der. Oh, das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Dass wir ihn so einfach finden. Was ist hier los? Als Wache taugt es leider nicht viel, aber dafür ist mein Snubbel einfach unheimlich süß. Ist es nicht sogar das Polizei-Pokémon? Nö, braucht gerade nichts. So, was haben wir hier? Leider sind alle Zimmer belegt. Das Zimmer rechts hinten ist dazu dauerhaft vermietet. Es wird so schnell nicht frei. Der Junge, der sich dort einquartiert hat, hat unglaubliche 2 Jahre im Voraus bezahlt. Allerdings scheint er neuerdings nicht mehr so viel Geld zu haben wie noch zuvor. Team Skull zahlt seinen Mitgliedern wohl nicht genug, um vernünftig davon leben zu können. Okay, die interessiert das nicht, aber die nimmt gern das Geld. So, dann müssen wir mit dem Taurus Rambock mal auf die andere Seite der Route gehen. Weil jetzt sollten wir ja diesen Ass-Trainer herausfordern können. Oh, wie sieht es mit meinem Pokémon eigentlich aus? Ah, nur leicht verletzt. So. Wie bitte? Du bist gegen mich ein Trainer. Das heißt, habe ich es nett gemacht? Ah, ich dachte, ich hätte es geschafft, aber scheinbar war dem nicht so. Da unten sind wohl noch welche, oder wie? Oder der Junge? Immer das Gleiche. Achso, ja, das ist der mit der Reißlaus. So. Bist du ein Trainer? Dass Mao gerade im Schattendschungel nach leckeren Zutaten sucht, kann nur eins bedeuten. Sie versucht mal wieder, Myla von ihren Kochkünsten zu überzeugen. Oh, da ist die Zelle. So, was haben wir hier? Reißlaus. Ah, okay. Das war wohl eine Reißlaus. Tipps für Trainer. Spezialangriff steht für den Spezial... Ja, und Spezialverteidigung. Okay. Dachte jetzt, ich hätte alles. Aber scheinbar habe ich das nicht. Gibt hier auch irgendwie keine Trainer mehr, habe ich so das Gefühl. Route 5. Vielleicht nirgendwo runterfallen, aber... Gut, da geht's runter. Aber welche Trainer fehlen mir dann noch auf Route 8? Na, gehen wir zur Prüfung. Wird schon gut gehen. Tag. Herzlich willkommen in meiner Prüfungsstätte, dem Schattendschungel. Ich muss schon sagen, bei dir und deinen Pokémon stimmt einfach die Mischung. Ihr erfüllt alle Voraussetzungen als Küchenhilfe, ich meine natürlich, ihr erfüllt alle Voraussetzungen für meine Prüfung zu bestehen. Schließlich hast du einen Glitzerstein erhalten. Von Kapuriki höchstpersönlich. Damit bist du qualifiziert, dich meiner Prüfung zu stellen. Der Dschungel lebt und spricht zu uns. Wenn du die Ohren spitzt, flüstert er dir das heutige Tagesgericht ins Ohr. Da, kannst du ihn hören? Der Dschungel hat gesprochen. Er will, dass ich heute etwas Besonderes koche, und zwar Maos berühmtes Spezialmenü. Dafür sollst du mir 4 Zutaten bringen. Eine Magobeere, ein Minipilz, ein Vitalkraut und Wundersaat. Hier, dein Zutatenbeutel brauchst du, um die Prüfung zu bestehen. Du hältst das Item Zutatenbeutel. Okay. Würdest du die Zutaten in einem normalen Beutel aufbewahren, kämen sie durcheinander.
Zutaten lassen sich mit Bisbock übrigens leichter finden, denn er spürt einfach alles auf. Mit dem Wegklopf lässt du es schnüffeln, aber das weißt du ja schon von Ohanafar. Also 4 Zutaten sollen es sein. Beere, Pilz, Kraut, Wundersaat. Und dann? Der Schattendschungel erwartet dich. Mach dich bereit, es ist Prüfungszeit. Okay. Falsches Pferd. So, da ist schon mal nichts. Hier scheint... Ah, da wachsen einige Pilze. Mini-Pilz. Doch der Riesenpilz greift an! Ich verstehe. Oh! Lamulex wild erscheint. Ach ja, und ich darf wahrscheinlich keine Pokémon fangen, oder? Moment. Ja, wir können hier keine Pokémon fangen. Flöcker. Das ist sehr effektiv und ein Volltreffer. Ich erhalte sogar spezielle und Batterie ist auf Level 5 Knirschwurzeln. Ja, was kannst du denn? Ja, vergiss Akrobatik. Knirsch ist viel besser. Es ist Unlicht. Ist wesentlich effektiver in vielen Situationen. Ich bin's. Mau. Einen feinen Mini-Pilz hast du da gefunden. Warum der unter Pilzliebhabern da rennst, das weißt du, sobald du ihn probiert hast. Noch fehlen 3 Zutaten. Finde sie bitte alle ganz schnell. Okay, ich glaube, vielleicht bin ich jetzt zu weit gegangen. Speziell, es gibt Pokémon, die Beeren lieben. Deswegen sollte man Beeren zu essen verarbeiten. So. Ach, da hinten gibt's was. Und dann sollte ich erstmal zurückgehen. So. Schauen wir mal. Nee, da will ich nicht hin. Ich will ja zu diesem TM. So. Ah. Heilpuder. Okay, da kann man durchklicken. Ah, ich verstehe. Strauchler. Ah ja, das hat mit dem Gewicht des Pokémon zu tun. So. So, Bisbug. Das Gras hier sieht verdächtig aus, ja. Vitalkraut. Ein Pokémon springt dich aus dem hohen Gras an. Logischerweise. Es ist ein Imantis. Sieht irgendwie so ein bisschen aus wie so eine Käferpflanze, so eine Blattlaus. Würde ich fast schon sagen. Aber dagegen haben wir schon mal gekämpft. Und Vogel macht das gerade sehr toll. Jetzt gucken wir mal, wie weit ist eigentlich Kyoko vom Level her. Ich bin Mao, ein feines Vitalkraut hast du da gefunden. Es ist selbst für Pokémon erschreckend bitter. Aber das gibt Gerichten die richtige Würze. Noch fehlen 2 Zutaten. So. Ich wollte hier mal gucken. Noch ist 27, das geht also noch. Hm.
Möchtest du es herausziehen, ja? Oder doch nicht, weil entpuppt es sich als Unkraut. Okay, scheinbar werden wir hier nicht mehr fündig. Ja, müssen wir woanders hin. Also wir haben einen Pilz, wir haben ein Kraut. Jetzt fehlen uns noch zwei Zutaten. Eine Beere und was soll immer das letzte war. Die Prüfungen sind sehr abwechslungsreich, muss man sagen. Also es, ja gut, prinzipiell ist es ja dasselbe wie bisher. Man muss an Trainern vorbei, hier ist es eher an Pokémon. Okay. Ah, okay, das Vitalkraut ist kürzer. Und hier müsste irgendwo was wegen Beeren sein. Moment, nee, da drüben war was wegen Beeren. Hier müssten die Beeren sein. Hm? Ah, hier kann ich Pokémon-Suche aktivieren und ein Foto machen. So, schauen wir uns mal um. Hier ist nur ein Pokémon. So, zoomen wir mal ran. Ah, da ist es. Hm. Okay, ich verstehe es nicht. Hm. Ich kann es halt nicht von vorne fotografieren, da fehlt mir wohl was. Ich muss es irgendwie auf mich aufmerksam machen, glaube ich. Okay. Oh, aber das gab auch genug. 2000. Na gut, bis zu den 100.000 kann es ja noch dauern, wenn wir da... Ich denke nicht, dass man hier ewig warten muss. Das wäre etwas sinnbefreit, aber man muss irgendwie dazu kommen, das auszulösen. Es müsste hier ein Frubbel eigentlich kommen. Oh nein. Imantis erscheint. So, Pflücker. Vom Level her geht's doch. Dieses Mal sind wir aber auch deutlich ja nicht unterlegen. Die Beere ist im Erdreich vergraben. Ich bin Mao. Eine feine Magobeere hast du da gefunden. Je größer eine Magobeere ist, desto krummer ist sie. Und je krummer sie ist, desto süßer ist sie. Jetzt fehlt nur noch eine Zutat. Finde sie bitte so schnell es geht. X-Spezial. So, dann fehlt noch eine Zutat. Ich weiß gerade nicht mehr, was das für eine war, aber ich denke, ich weiß, wo sie ist. Saatgut, das von Pokémon im Boden versteckt wurde, entwickelt ein sehr ausgeprägtes Aroma. X-Angriff. Okay, das kann ich nicht verschieben. Ja, dann müssen wir hier mal Anlauf und bam, bam, bam. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier
noch nicht fertig sind. Da müssen wir hin. Wundersaat. Finmaro, eine feine Wundersaat hast du da gefunden. Mehr Nährstoffe auf einmal gehen nicht. Ein wahres Wunder des Dschungels. Oh, du hast alle Zutaten beisammen. Prima. Dann fange ich jetzt mal an zu kochen. Geh also bitte zum Eingang des Dschungels. Die taucht aber aus dem Nichts auf. Großwurzel, das ist was für Pflanzen-Pokémon. Oh, hier ist sie. Jetzt, wo du alle Zutaten eingesammelt hast, fehlen nur noch... Da sind wir ja auch schon. Hallo Marco, wie geht's, wie steht's? Ich bringe wie immer einen Kampfknochen und einen Steinknochen. Und ich habe wie immer ein Tafelwasser und einen Beulenhelm mitgebracht. Ha, Jesse Kirby, ich danke euch. Also gut, Jesse, es geht los. Ich koche jetzt das Gericht, das den Herrscher hervorlockt. Gut, dann prüfen wir jetzt noch einmal alle gesammelten Zutaten. Eine Magobeere, ein Minipilz, ein Vitalkraut, eine Portion Wundersaat. Prima. So wie es das Rezept verlangt. Dann kochen wir jetzt Maus Spezialmenü. Schwingen wir den Kochlöffel, mit dem richtigen Rezept locken wir das Herrscher-Pokémon an. Das Aroma des Gerichts sollte den Herrscher hervorlocken. Bist du bereit? Nein? Nun gut, sprich mich da einfach an, sobald du bereit fühlst. So, ich möchte mir Milch, das Kyoko Fire Forte ist, damit wir damit mal ein bisschen Stärke kriegen. So. Ja, jetzt bin ich bereit. Okay, Tracy. Dann gib jetzt das Tafelwasser in den ungestörten Beulenhelm. Klar doch, ich weiß Bescheid. Die Magobeere, der Minipilz, das Vitalkraut und zum Schluss die Wundersaat. Rein mit allem. Gary, leih uns mal bitte den Kampfknochen und den Steinknochen. Okay. Los, Jesse. Stampf jetzt bitte alles mit den beiden Knochen klein. Drücke den A-Knochen und stampfe damit die Zutaten. Hau drauf! Kräftig stampfen! Mach Brei draus! Ein eigentümlicher Geruch breitet sich aus. Aus den Tiefen des Dschungels ist eine mächtige Aura zu spüren. Mama Manti. Der Herrscher des Schattendschungels Mantidea ist hinter dir erschienen. Mantidea Herrscher greift an. Wird sich hier eine besondere Aura und steigert so die Initiative stark. Und Feuerzahn. Kreuzschere. Na, nicht wirklich effektiv. Na, dafür geht es bei uns. Auf Mitstreiter. Ein Formeo erscheint. Ja, aber ich mach lieber das Mantidea fertig. Synthese, ja, nicht gut. So, sehr effektiv, weiter so. Das ist jetzt Aquaknarre. Unfair. Da muss ich dich ja doch loswerden. So, Formeo. Okay, Mantidea setzt andauernd Synthese ein.
Und das können wir nicht besiegen, dann ja, ist gut, dass wir das andere ausschalten. Gut. Machen wir diesmal Feuerzahn, vielleicht macht das mehr Schaden, weil das wirkt nicht wie ein Wassertyp. Und das brennt, das ist gut. Jetzt nochmal Feuerzahn und dann haben wir es erledigt. Formeo ist ja wetterabhängig. Gut, das, dann müssen wir mal heilen danach. Und Level 28 erreicht. Ah gut, die Werte sind gar nicht mehr so schlecht. Bekannte Attacken behalten. Nebenstein hat ein neues Level erreicht.